Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher. Ja, komm. Mich juckt es, jemanden zu schlagen. Ich kann noch gar nicht gegen ihn kämpfen. Mit wem kann ich kämpfen? Ihr mogelt. Ich will nicht zweimal verprügelt werden. Wollt ihr kämpfen? Ich muss wahrscheinlich zuerst mal gegen jeden kämpfen. Komm, machen wir mal hier. 70 Orange. Auf keinen Fall. Was? Dann mache ich halt 5 Orange. Ohne Fleiß kein Preis. Wir werden sehen. 70 Orange war dem wahrscheinlich zu viel. Also ich denke mal, ich muss jetzt zuerst mal jeden Platz machen, euch die Fresse. Bevor ich dann gegen diesen zähen Faustkämpfer kämpfen kann. Mal sehen. Aber jetzt sind irgendwie die gelbe Balken da, ist weg. Leider. Also ich sehe nicht mehr, wie viel der noch hat, der Gegner. Mit der K.O. ist, aber nicht so schlimm. Wieder voll. Sowieso alles Noobs. So, jetzt mache ich die beiden mich noch Platz. Mich juckt es, jemanden zu schlagen. Wollt ihr verlieren? Natürlich. Irgendwie wär's mit 47 Orange. Das ist ihm zu wollt viel. Ihr? Sagen wir 20. Ich trete euch in den Arsch und kassiere dafür auch noch Kohle. Ja, das wir hat werden der andere sehen. Auch gesagt und hat sich dann auch gewundert. Hey, werde ich nur glatt machen. Da ist der gelbe Kreis wieder. Schön. Das habe ich. Ich glaube, jetzt habe ich das Kampfsystem verstanden. Und der Gegner nicht. Der ist zu schlecht. Bam. Und nochmal. Mit wem kann ich kämpfen? Weg ist er. Wie bitte? So, wenn man wieder ein bisschen Geld verdient. Ja. So. Wir kämpfen nicht. Ihr mogelt. Ich will nicht zweimal verprügelt werden. Mich juckt es, jemanden zu schlagen. Ich will nicht zweimal keine verprügelt Herausforderung? Werden. Mit wem kann ich kämpfen? Ihr zu? Mich juckt Wieso es, kann ich denn jetzt schlagen? Nicht mehr kämpfen? Keine Herausforderung? Dann eben nicht mehr. Ihr Idioten. So. Was wollt ihr? Ein Bier. Euresgleichen ist nicht willkommen. Ich wollte ein Bier. Wir haben keins mehr. Na gut, mal sehen, was ich habe. Guter Mann. Trinkt aus, wir schließen. Macht das nochmal, Schankwirt, dann werde ich wütend. Und das wollt ihr doch nicht, oder? Nein. Na gut, ich kümmere mich um meine Angelegenheiten. Was wollt ihr? Ich suche jemanden, der in diesem Gasthaus weilte. Seht euch an den Tischen um, aber nachts ziehen sie sich in ihre Zimmer zurück. Kommt morgen wieder, wenn ihr mit ihnen reden müsst. Ich sehe mich ein bisschen um. Was wollt ihr? Ich bin ein Hexer. Beim ewigen Feuer. Habt ihr Arbeit? Nein, aber fragt den Geistlichen. Gut, ich spreche mit ihm. Was wollt ihr? Warum so düsterer Stimmung? Ich rede nicht mit Fremden. Tut ihr es für 5 Orange? Dafür würde ich den ganzen Tag mit einem Bargäst plaudern. Keinen Schritt weiter. Jo, 5 Orange nicht so schlimm. Die Pest war verheerend. Die Leute starben wie die Fliegen. Das Wimmern währte 3 Monde lang. Ohne den Geistlichen wären wir alle dahin gegangen. Kein Wunder, dass wir Fremden mit Misstrauen begegnen. Ihr wisst nicht, wie das ist, wenn einem die Pest die Familie nimmt. Der Geistliche betete den ganzen Tag zum ewigen Feuer und nahm keine Nahrung zu sich. Seine Buße befreite uns von der Sünde und stärkte unseren Glauben. Wir reinigten unsere Häuser von Sünde und Schmutz. Danach sprach der Geistliche zu allen Verbliebenen: Ihr habt wohlgetan, eure Häuser von der Sünde zu reinigen. Ich weiß, es waren Verwandte, aber das ewige Feuer schickte ihnen die Pestilenz als Strafe. Ihr seid rein. Ihr werdet leben. Und wir glaubten ihm und gingen hinaus. Es war frostig und beißend kalt. Aber wir büßten. Wir krochen auf Knien durch das Dorf und beteten in allen 5 Kapellen. Am nächsten Tag herrschte Stille im Dorf, als wären alle eingeschlafen. Seither wurden weniger krank. Eine tröstliche Geschichte. Lebt wohl.
Was? Lebt ja. Wohl. Ich. Ach, vielleicht hat der. Nee. Der hat nichts. Vielleicht kann ich bei irgendeinem das Kraut kaufen hier. Aber wahrscheinlich nicht. War noch etwas. Lebt wohl. Ja, was soll ich denn jetzt hier? Ja, ich soll in das Gasthaus. Nur warum? Die Hexe Abigail kann vielleicht etwas über die Bestie herausfinden, wenn sie sich Alvins prophetische Fähigkeiten zunutze macht. Sie möchte, dass der Junge einen Zaubertrank trinkt. Ich muss ihr 5 Handvoll weiße Myrrhet-Blüten bringen. Diese Blüten, die Blüten kann ich von Myrrhet-Büchern sammeln oder bei einem Händler im Gasthaus kaufen. Ach so. Also kann ich es doch hier bei irgendeinem Händler kaufen. Trunkbold, reisender Bauer. Bauer, Reisender, Kaufmann. Menschen und Anderlinge bezahlen die Doppelteuer. Hier gibt's doch gar keinen, bei dem ich das kaufen kann. Habe ich vielleicht schon irgendwas von dem Myrrhe-Zeug hier? Das ist Zufall irgendwie. Nö. Ektoplasma. Nö. Hat alles nichts mit dem Zeug zu tun. Ah, wäre dann wahrscheinlich auch bei Questgegenstände. Ja. Ich finde keinen Händler, der das hat. Ich sollte mich sputen. Spieler? Ich wette, ihr... Ich weiß ein wenig. Herr, ich würde gewiss nicht mogeln. Ich schlage nur ein ehrlich... Wieso kommt ihr... Risiko ist euer... Meine Börse... Ein... Wundert mich... Er wünscht... Laber nicht, ich will nicht. Lebt wo... Gerard! Vielleicht weiß er noch was. Nö. Ich muss jetzt... Jemand müsste jetzt das Zeug hier verkaufen. Ich muss. Nee, also der hat nur Bücher. Vielleicht ist irgendeiner hier oben noch. Na, da komme ich nicht hoch. Super. Was wollt ihr? Habt ihr ein Zimmer? Für euch? 5 Orens. Ich passe. Nee. Keinen Schritt weiter. Nee, nee, nee. Ja, hier ist kein... Keiner, bei dem ich das kaufen kann. Das Zeug. Kein Grund zur Eile. Mal gucken, ob ich jetzt wieder kämpfen kann. Mit wem kann ich kämpfen? Wir kämpfen nicht. Ihr mogelt. Ich will nicht zweimal verprügelt werden. Mich juckt es, jemanden zu schlagen. Ich will nicht zweimal Keine Herausforderung? Keine Herausforderung? Ja, ich würde gern kämpfen. Geht nur leider nicht. Vielleicht weiß sie doch noch was hier. Ja. Kennen wir einander denn? Ich bin es, Shani. Erkennt ihr mich nicht? Ich hörte, ihr wärt gestorben. Leider habe ich mein Gedächtnis verloren. Es tut mir leid, da kann ich nichts tun. Die Wissenschaft der Medizin ist hier im Norden noch nicht so weit. Ich kann euch nur sagen, dass die Erinnerungen bisweilen von selbst zurückkehren. So schlimm ist es auch nicht. Ich gewöhne mich daran. Ich gebe es ja nur ungern zu, aber Zauberer können da mehr ausrichten als unser einer. Vielleicht kann einer von ihnen euch helfen.